zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind nach wie vor bei der Objektorientierung und wollen uns heute mal um ein, ja, sagen wir mal, etwas strategischeres Thema kümmern, und zwar der Datenkapselung. Wofür braucht man das? Ist es sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Manche kennen es auch unter dem Überbegriff Information Hiding. Und ja, wir wollen mal schauen, was man damit so alles anstellen kann. Zielgruppe ist ja, Fachinformatiker 11., 12. Klasse und wie immer alle Interessierten. Dieses Klassenmodell dürfte jetzt dem einen oder anderen ja inzwischen bekannt vorkommen. Ich wandle es immer für die einzelnen Übungen oder Teile ein bisschen ab, damit es eben besser zum Inhalt passt. Abstrakt ist jetzt hier schon mal vorab angemerkt, da folgt noch ein Video für die Details. Ja, und im Prinzip geht es jetzt hier im Wesentlichen um die Klasse Kreis bzw. Quadrat. Das, was wir im oberen haben, ist an der Stelle jetzt erstmal uninteressant. Nun gehen wir auf das Quadrat. Wir haben jetzt hier eine Instanzvariable, nämlich die Breite. Und die habe ich als private deklariert. Und insofern kann ich von außen und auch von den Kindern jeweils nicht drauf zugreifen. Und die Frage ist jetzt ganz einfach, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich von außen die Breite wissen will? Also irgendein Programm möchte gerne wissen, was die Breite des Quadrats ist. Nachdem die Variable aber private ist, kann ich schlichtweg nicht darauf zugreifen. Wie komme ich jetzt also an die Information Breite? Oder, es gibt noch eine andere Geschichte, was ist denn, wenn ich die Breite ändern möchte? Die Variable ist privat, ich kann sie nicht ändern. Also wie funktioniert das? Und hier haben wir jetzt die beiden Methoden GetBreite und SetBreite, die sogenannten Getter und Setter. Und diese Methoden erlauben mir jetzt von außen den Zugriff auf diese private Variable. Das heißt, wenn ich wissen will, wie breit das Quadrat ist, rufe ich die Methode GetBreite auf und bekomme die Breite. Wenn ich die Breite ändern möchte, rufe ich die Methode SetBreite mit einem entsprechenden neuen Wert auf und dann wird die Breite gesetzt. Und die Frage ist jetzt, ja, warum mache ich die Breite denn nicht dann gleich public, wenn ich eben mühsam über solche Methoden von außen drauf zugreifen muss? Und dazu schauen wir uns jetzt mal Folgendes an. Wir machen jetzt die Breite public. Das heißt, wir dürfen von außen drauf zugreifen und versuchen jetzt mal mit dieser Klasse ein paar sinnvolle Sachen zu machen. In unserem Hauptprogramm erzeuge ich jetzt einfach mal ein Quadrat mit der Breite 10 und ja, die Farbe habe ich jetzt mal auf Rot gesetzt. Und jetzt können wir uns die inneren Werte mal anschauen. Hier beispielsweise jetzt die Breite und die Fläche gebe ich jetzt mal aus und guck mal, was passiert, wenn ich das wirklich laufen lasse. Also wir starten das Programm und dann sehen wir, die Breite ist 10 und die Fläche dementsprechend 10 mal 10 gleich 100. Also wunderbar, funktioniert perfekt. Und jetzt nutze ich im Hauptprogramm die Tatsache, dass die Breite public ist, die Variable. Also kann ich direkt 5 reinschreiben und gebe dann wieder die Breite und Fläche aus. Also vorher nochmal direkt nach der Erzeugung und dann nochmal nach dem Setzen der neuen Breite. Und wenn wir das laufen lassen, sehen wir, dass jetzt die Fläche noch von der initialen Bewirtschaftung der Länge der Breite 10 drin steht, nämlich die 100. Eigentlich müsste die Breite ja 25 sein. Was habe ich vergessen? Ich habe vergessen, die Fläche neu zu berechnen. Und gleiches gilt natürlich für den Umfang. Ja, dann bauen wir das ein. Und wir sehen jetzt hier die Flächenberechnung und die Umfangberechnung. Und wenn ich das Programm jetzt starte, dann ist die Fläche wieder korrekt. Das heißt aber in der Konsequenz, dass ich irgendwo in der Doku meiner Klasse reinschreiben muss, lieber Nutzer meiner Quadratklasse, wann immer du die Breite neu setzt, bitte vergiss nicht, die Fläche und den Umfang neu zu berechnen. Und Leute, das ist ein schlechtes Design, weil egal wie oft ich das da reinschreibe, irgendeiner wird es vergessen. So ist es nicht sinnvoll umgesetzt. Das muss besser gehen. Wir hatten ja eine ähnliche Situation auch bei den Konstruktoren. Wir haben ja im Konstruktor die Flächen- und Umfangsberechnung ja auch schon reingebaut, damit es eben nicht vergessen wird. Und hier haben wir genau die gleiche Situation. Und das Problem ist, dass ich diese Flächen- und Umfangsberechnung nicht beim Setzen der Breite hinterlegen kann.
Es geht schlichtweg nicht, weil ich hier die Breite ja fest belege. Also der Code für das Setzen ist nicht Teil des Quadratcodes, sondern das ist Teil des Hauptprogramms. Ja? Und dementsprechend kann ich hier bei diesem Setzen der Breite die Flächen- und Umfangsberechnung nicht automatisch triggern. Es geht nicht, weil ich eben hier nicht im Quadratcode bin, der Klasse Quadrat, sondern in einem ganz anderen Programm. Ich sperre jetzt einfach die Breite wieder für den Zugriff von außen, indem ich sie private mache. Das heißt, dass jetzt zwingend, wenn jemand die Breite verändern möchte, er über den Setter gehen muss. Ja? Also er hat gar keine Möglichkeit mehr, direkt die Breite zu setzen. Das heißt, es muss über die Methode Setter gehen. So, und bei dem Setter kann ich jetzt beispielsweise eine Ergänzung vornehmen. Beispielsweise kann ich jetzt die Berechnung der Fläche und des Umfangs automatisieren, genauso wie wir es bei dem anderen Video bei den Konstruktoren gemacht haben. Das heißt, wenn jetzt ein User über den Setter die Breite setzt, wird automatisch die Fläche und der Umfang neu gesetzt. Jetzt kann ich auch beispielsweise eine Verifizierung der Werte hinterlegen. Ich kann beispielsweise sagen, hey, wenn die Breite jetzt kleiner gleich 0 ist, also irgendjemand hat jetzt eine sinnlose Breite hinterlegt, dann kann ich einfach das Setzen der Breite unterbinden und kann hier ja, den alten Wert belassen. Ja, da muss man dann natürlich gucken, ob ich beim Konstruktor da noch ein weiteres Error Handling reinbauen möchte. Aber grundsätzlich mal habe ich jetzt eben die Möglichkeit, jeden Wert, der gesetzt wird, über den Setter zu kontrollieren und alle Abhängigkeiten, wie beispielsweise die Flächenberechnung und die Umfangsberechnung, automatisch zu triggern. Das heißt, ich habe die Kontrolle über die Werte. Was ich nicht habe, wenn ich meine Variable Breite public mache und jeder reinschreiben kann, was er will. Die nächste Situation, in der Getter und Setter sinnvoll sind, ist bei einem konkurrierenden Zugriff. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar, vielleicht hat sich der ein oder andere ja schon gefragt, warum wird denn die Fläche in einer Variablen vorgehalten? Ich könnte ja theoretisch beim Getter der Fläche die Fläche immer neu berechnen. Ja, also ich muss es ja streng genommen nicht in einer Variable vorhalten, sondern ich könnte beim Quadrat in dem Getter der Fläche einfach hinterlegen, return Breite im Quadrat. Dann kriege ich die Fläche. Das ist relativ einfach umsetzbar. Und beim Quadrat ist es auch durchaus sinnvoll, weil die Flächenberechnung, also Breite mal Breite zu rechnen, das kriegt der Rechner ganz locker hin. Wenn wir aber eine Form haben, die eine sehr, sehr aufwendige Flächenberechnung hat, dann dauert es vielleicht ein bisschen zu lange, wenn ich jetzt regelmäßig die Fläche abgreife. Und dann möchte ich halt dieses Ergebnis einmal in einer Variablen speichern und dann aus diesem Speicher immer zurückliefern. Ja, ich cache sozusagen das Berechnungsergebnis der Flächenberechnung und greife dann quasi, wenn ich sie lesen will, nur noch auf das gecachte Ergebnis zu. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. So, und jetzt möchte ich einen konkurrierenden Zugriff ermöglichen, sprich, dass ich einen parallelen Thread habe, also zwei Threads, die mit einem Objekt arbeiten. Um das ein bisschen sinnvoll darstellen zu können, habe ich jetzt die Notation des Sequenzdiagramms gewählt. Und dieses Sequenzdiagramm, also die Nutzung des Sequenzdiagramms, kann man sich auch mal anschauen. Ich verlinke mal ein Video zur Erklärung des Sequenzdiagramms. Hier für den Fall reicht es einfach nur, dass wir verstehen, das Sequenzdiagramm wird einfach von oben nach unten abgearbeitet. Und hier habe ich jetzt das Malprogramm, das eben mit meinen Objekten arbeiten soll und es lebt halt für eine gewisse Zeit in unserem Speicher. So, und das Malprogramm erzeugt jetzt ein Objekt. Und zwar habe ich jetzt einfach mal gesagt, das Pentahektagon, das ist ja ein 500-Eck. Und hier wäre es jetzt beispielsweise so, wenn ich die Fläche immer beim Lesezugriff neu berechnen würde, würde es mir einfach zu lang dauern. Also habe ich eben hier die Fläche, wie eben bei allen anderen Objekten auch, in einer Variable abgelegt und werde beim Setzen der
Kantenlänge der einzelnen Kante von Pentahektagon die Fläche einfach immer neu berechnen. So, das heißt, ich setze die Kante und das Kantensetzen dauert jetzt einfach ein bisschen länger, weil ich eben von einem 500-Eck die Fläche berechnen muss. Ja? So, das mache ich aber nur einmal. Das heißt, ich kann jetzt beliebig oft auf die Fläche zugreifen, ohne diese Flächenberechnung entsprechend immer wieder neu durchzuführen. Das ist eben der Grund, warum ich die Fläche bei unseren Geometrieobjekten als Variable hinterlegt habe. So, und jetzt kommt der konkurrierende Zugriff. Also ich habe jetzt einen Thread. Das ist einfach ein paralleler Thread, der im Rahmen meines Programms läuft und jetzt auch auf diese Grafikobjekte zugreifen kann. Dieser Workthread. Und den Workthread, dem sage ich jetzt einfach, lies mal bitte die Breite, also die Kantenlänge und die Fläche von meinem Pentahektagon. Ja? Und wann der Thread das macht, ist eigentlich erstmal einfach nur in der Verantwortung des Threads. Das heißt, er kann quasi hier auch mitten während des Setzens der Kante die Kantenlänge lesen und die Fläche lesen. Wenn jetzt aber die Flächenberechnung noch nicht fertig ist, bekommt er ja offensichtlich noch die alte Fläche und die ist ja falsch. Das heißt, wir haben jetzt hier genau die gleiche Situation, wie wir es vorhin gesehen haben, als ich die Breite von meinem Quadrat gesetzt habe und die Flächenberechnung nicht durchgeführt wurde. Genau das haben wir jetzt auch. So, und das ist natürlich schlecht. Das darf nicht sein. Also ich bin jetzt hier, man nennt es nicht Thread Safe. Und jetzt muss ich irgendwelche Vorkehrungen treffen, um diese Thread Safety hinzukriegen. Und da sind jetzt entsprechend wieder die Getter und Setter im Spiel. Dann werfen wir einfach mal einen Blick in den Code. Wir werden hier das eine oder andere sehen, was ja noch ein bisschen knapp erklärt wird. Es wird auf jeden Fall zum Thema Multithreading noch ein paar Videos geben, wo das dann etwas näher reflektiert wird. Aber ich werde jetzt einfach nur die Sachen hier erklären, die für das Verständnis dieses Phänomens wichtig ist. Wir sehen hier unsere Methode setKante, die habe ich jetzt eins zu eins so übernommen, wie wir es beim Quadrat auch hatten, halt nur aus der Breite die Kante gemacht. Und ja, recht viel mehr ist es nicht. Das ist jetzt die Methode, die ich in meinem Sequenzdiagramm dort aufgerufen habe von dem Malprogramm. Und hier ist jetzt die Flächenberechnung. Und diese Flächenberechnung habe ich jetzt entsprechend auch wieder wie bei allen anderen Geometrieobjekten ausgelagert. Und hier ist jetzt diese aufwendige Flächenberechnung. Also ich habe das jetzt hier nicht eins zu eins dargestellt, weil es bringt jetzt hier auch nichts für das Verständnis. Aber es sollte jedem klar sein, dass bei einem 500-Eck die Flächenberechnung einfach ein bisschen aufwendiger ist. Ja, die dauert einfach ein paar Millisekunden und diese Zeit möchte ich einfach nur einmal investieren und packe es eben in die Variable Fläche rein. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Thread. Da passiert nicht viel, da ist einfach nur die Threaded-Methode oder die vom JavaThread aufgerufene Methode Run, die jetzt mit diesem Sleep einfach simuliert, dass hier einfach was passiert, was ein bisschen dauert. Wie gesagt, Multithreading werde ich noch im eigenen Video dann bearbeiten, aber das ist jetzt einfach mal so, das glaubt ihr mir jetzt einfach, dass diese Run-Methode parallel zu dem Main-Thread läuft. So, und hier habe ich jetzt einfach den Zugriff auf dieses Pentahektagon, wo ich einfach die Kante und die Fläche ausgebe, also die Länge der Kante und die Größe der Fläche. Und das Ganze mache ich jetzt mit dem Printline und einer kurzen Hinweis, dass eben dieses Printline vom Thread passiert. Okay. Hier sind wir jetzt im Hauptprogramm. Ich erzeuge jetzt dieses Pentahektagon mit irgendeiner Kantenlänge und irgendeiner Farbe und drunter möchte ich es dann ausgeben. Und zwar auch wieder mit dem Hinweis, ich bin hier im Main-Programm und die Kante ist und getKante und die Fläche ist getFläche. Danach starte ich den Thread, der diese 10 Millisekunden sich erstmal schlafen legt und danach einfach die Kantenlänge und die Fläche von diesem Pentahektagon ausgibt. Hier berechne ich jetzt diese Fläche, also ich setze einen neuen Kantenwert,
berechne die neue Fläche und gehe jetzt einfach mal davon aus, das dauert länger als diese 10 Millisekunden, die der Thread sich schlafen legt. Und am Schluss gebe ich jetzt nochmal kontrollweise die Kantenlänge und die Fläche aus, sodass ich dann die auf jeden Fall neue richtige Fläche auf meinem Bildschirm sehe. Also in der Konsole lassen wir das Ganze jetzt mal laufen und wir sehen jetzt hier unsere Kanten- und Flächenausgaben. Die haben wir jeweils dreimal, zweimal von der Main-Methode und einmal von dem Thread. Hier oben ist jetzt die korrekte Fläche der Kantenlänge 0,2. Das ist im Konstruktor erzeugt worden. In aller Ruhe wurde die Fläche berechnet und das ist jetzt sozusagen das, was wir bei 0,2 wirklich zu erwarten haben. Der Thread gibt mir jetzt allerdings die Kantenlänge 1 und noch diesen alten Flächenwert aus, so wie wir das ja heute schon mal hatten. Ja, das wäre jetzt falsch, weil es einfach noch der alte ist. Als der Thread auf diese Kantenlänge zugegriffen hat, war die Kante schon gesetzt, die Flächenberechnung aber noch nicht fertig. Also wird noch die alte Fläche gezogen. Und erst am Schluss haben wir hier diese Ausgabe der richtigen Fläche, nämlich diese 198. So, und das müssen wir jetzt irgendwie verhindern. Und dazu brauche ich jetzt wieder was, was wir auch in dem Multithreading erstmal etwas näher beleuchten. Es sei so viel gesagt, es ist ein Lock. Also damit kann ich sozusagen den konkurrierenden Zugriff auf Ressourcen verhindern. Ja? Also man verriegelt sozusagen den Zugriff mit diesem Lock. Wie das genau funktioniert, das folgt in einem späteren Video. Wenn ich jetzt meine Kante setze, sage ich so, ich verhindere jetzt erstmal, dass irgendjemand auf die Kante in irgendeiner Form zugreifen kann. Das Ganze kann ich auch erweitern für die Fläche, aber ich sage jetzt einfach mal, der Lock ist hier da. Also ich setze jetzt sozusagen die Zugriffssperre. Dann berechne ich die Fläche, was ja eben entsprechend ein bisschen länger dauert. Und am Schluss entsperre ich wieder. Ich sage, jetzt bin ich fertig, jetzt darf man eben auf die einzelnen Werte zugreifen. Und beim Getter, und zwar beim Getter der Kante und genauso auch beim Getter der Fläche und des Umfangs, kann ich jetzt hier wieder mit einem Lock arbeiten und sperre wieder. Auch hier kann man das ein bisschen eleganter machen, indem ich nur gewisse Zugriffe sperre und entsperre. Aber das soll uns jetzt hier an der Stelle nicht stören. Entscheidend ist, dass bei diesem Lock, den ich hier mache, dass die Abarbeitung des Programms so lange wartet, bis dieser Lock wieder entsperrt ist. Ja, das heißt, wenn ich jetzt bei dem Setter der Kante momentan noch drin bin und den Lock gesetzt habe, warte ich genau an dieser Stelle so lange, bis ganz unten, wo, das sehen wir hier noch in der Set-Kante, der Unlock aufgerufen wird. Und erst wenn der aufgerufen wurde, geht es hier in die Ermittlung der Kante, in den Unlock rein. So, das heißt, ich warte, bis das Setzen fertig ist und dann returne ich die Kante. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sehen wir hier, dass wir jetzt plötzlich eine korrekte Fläche im Thread haben. Wenn man genau hinschaut, der Thread gibt jetzt aber erst nach der Main-Methode die Sachen aus. Warum? Weil der Thread erstmal wartet, bis eben diese Main-Methode mit dem Setzen der Kante fertig ist. Und dann läuft eben schon die Main-Methode weiter und der Thread kann danach erst eben weiterarbeiten. Das heißt, der Thread hat jetzt schlichtweg gewartet. Aber ich habe jetzt aus Sicht des Threads den richtigen Wert. Ich habe bei der Kantenlänge 0,1 diese 198 als Fläche und nicht mehr diese 795. Und damit habe ich eben sichergestellt, dass ich eben bei einem konkurrierenden Zugriff die richtigen Werte habe. Und auch das ist nur möglich, weil ich Getter und Setter habe, weil ich in die Getter und Setter meinen Code hinterlegen kann, der eben genau für solche Kontrollmechanismen erweitert werden kann. Und das kann ich nicht, wenn ich die Kantenlänge oder die Kante als public hinterlege. Weil dann kann Hinz und Kunz wann auch immer drauf lesen und schreiben zugreifen und ich habe keinerlei Chance, solche Mechanismen einzubauen.
Rekapitulieren wir ein bisschen. Die Datenkapselung hat uns die Möglichkeit, also uns als Autor einer Klasse, die Möglichkeit gegeben, dass wir die Kontrolle des Zugriffs von außen auf unsere Variablen behalten. Wir können deswegen die Kontrolle behalten, weil, wenn der Zugriff über Methoden läuft, können wir in dieser Methode Logik hinterlegen. Das ging nicht, wenn wir die Variable einfach public haben und jeder von außen einfach drauf zugreifen kann, sprich schreiben und lesen, weil wir eben hier kein Code hinterlegen können, weil der Code dann eben in der Zugriffslogik liegt und nicht in unserer geschriebenen Klasse. Und wenn wir das eben, wenn wir den User zwingen, über die Getter und Setter zu gehen, können wir genau in diesem Code Logik hinterlegen. Beispielsweise haben wir das Problem lösen können, dass bei Wertveränderungen die Abhängigkeiten automatisch aufgelöst werden können. Das haben wir hier simuliert, indem wir einfach die Fläche als Instanzvariable hinterlegt haben und bei der breiten Veränderung unseres Rechtecks wir die Fläche neu berechnen konnten. Es ist natürlich so, dass wir solche Abhängigkeiten nur dann in unserem Code einbauen wollen oder sollten, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Und der einzige Grund wäre jetzt hier die Performance der Flächenberechnung, was beim Quadrat natürlich jetzt ja nicht wirklich ein Argument ist, aber beim diesem 500-Eck wäre es durchaus eine Überlegung wert gewesen. Ja, und insofern sollte es damit klar sein, warum Abhängigkeiten auch existieren können. Nicht müssen, aber können. So, das Zweite, was wir als Problem gelöst haben, war bei einem konkurrierenden Zugriff eine entsprechende Kontrolle auch zu behalten. Wir hatten ja hier bei der Berechnung der Fläche des Pentahektagons gesehen, wenn die ein bisschen länger dauert, dann kann es sein, dass ein konkurrierender Thread in dem Moment auf die Werte zugreift, in dem noch die Berechnung läuft. Und dann kann er eben ein nicht konsistentes Bild kriegen, in dem die Kante noch schon mit dem neuen Wert, die Fläche aber noch mit dem alten Wert gelesen wird. Und hier hatten wir die Möglichkeit, dass wir eben den Thread erstmal warten lassen, bis die Berechnung fertig ist und dann konnte er lesen. Und das ist wiederum eine Sache, die bei Multithreaded-Applikationen wichtig ist, dass wir eben hier thread-safe sind. Und dadurch, dass der Thread wartet, bis die Berechnung fertig ist, sollte auch eins klar sein. In diesen verriegelten Methoden, sprich in dem Fall in dem Setter, der die Flächenberechnung aufruft, sollte wirklich nur das drin liegen, was zwingend notwendig ist, um eben den Setter sinnvoll abzuarbeiten. Also hier sollte kein unnötiger Code, der hier nicht zwingend ausgeführt werden muss, rein, weil der Thread ja wartet, bis eben die Codeausführung fertig ist. Und da sollte er natürlich nicht auf sinnlose Codeelemente oder nicht wichtige Codeelemente warten, sondern nur auf das, was zwingend notwendig ist. Gut, damit kommen wir oder damit war, haben wir den Sinn der Setter und Getter bearbeitet. Es gibt aber einen Unsinn sozusagen. Und zwar, es gibt einen Nachteil, den habe ich bis jetzt verschwiegen, aber der sollte eigentlich eben klar sein. Und zwar, wenn ich jetzt über Methoden gehe, habe ich einen gewissen Performance-Nachteil. Das rührt einfach daher, dass die Getter und Setter erstmal erzeugt werden müssen, im Stack abgelegt werden müssen, abgearbeitet werden müssen und dann irgendwann vom Garbage Collector wieder eingesammelt werden müssen. Und um den mal so ein bisschen ins Gefühl zu kriegen, habe ich jetzt einfach mal eine Messung gemacht. Ich habe einfach 2 mal 10 hoch 11 Schreib-Lesezugriffe gemacht. Das ist verdammt viel. Und habe einfach mal gemessen, wie viel Zeit braucht es denn. Und zwar, wenn ich direkt auf eine Public-Methode lese und schreibe, habe ich dafür 3 Sekunden gebraucht. Ja, und das ist wirklich nicht viel für den einzelnen Schreib-Lesezugriff, aber es ist eine gewisse Zeit. Wenn ich jetzt über Getter- und Setter-Methoden gehe, dann ist die Zeit das Achtfache, ja, also 24 Sekunden. Ist zwar jetzt für 2 hoch 11 Schreib-Lesezugriffe immer noch verdammt wenig, aber es ist einfach sehr viel mehr wie der direkte Zugriff. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, wo eben gerne auch mal auf Getter und Setter verzichtet wird, beispielsweise beim Programmieren von Spielen, gerade bei 3D-Spielen, wenn die Collision Detection auf sehr, sehr viele Objekte abzielt und ich jetzt hier 30 oder 60 Mal die Sekunde oder vielleicht sogar noch länger die Physik berechne, dann habe ich schon relativ viele Schreiblesezugriffe auf einzelne Variablen.
Und die Spieledesigner oder Spieleautoren, die verzichten dann gerne mal auf Getter und Setter, um eben diesen Performance-Nachteil bei den unglaublich vielen Zugriffen auf entsprechende Variablen entsprechend nicht zum Tragen kommen zu lassen. Und insofern kann man sagen, ja, es gibt Situationen, wo ich keine Getter und Setter nutze, sondern mit Public-Variablen arbeite. Aber das muss ich verdammt gut begründen. Ja? Und bei Business-Software ist es in aller Regel so, dass die Wichtigkeit der Datenkonsistenz sehr viel größer ist und dementsprechend ich eben auf die Getter und Setter dann immer setze. Und bei Spielen ist es so, dass eben, ja, ihr wisst es, Performance das Hauptthema ist und man da eben auf solche Sachen dann verzichtet. Und dann muss natürlich der Programmierer der einzelnen Klassen selber darauf achten, dass die ganzen Abhängigkeiten sauber immer abgelegt werden oder aufgelöst werden. Und eben, ja, die Bürde liegt dann eben beim Programmierer. Jo, so viel zum Getter und Setter oder zur Datenkapselung. Und damit haben wir jetzt eigentlich so die wesentlichen Elemente der Objektorientierung. Eins fehlt noch, was die Gesamtkonstruktion der Klasse angeht. Das sind die abstrakten Klassen und das wird es dann zum nächsten Video geben. Also bis dahin dranbleiben.